Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Hertha BSC. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Wie schätzt du Max Kruse heute ein, Buschi? Was dürfen wir uns deiner Meinung nach von ihm erwarten? Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Die Nummer 21, Grisha Prömel. Die Nummer 32, Markus Ingwertsen. Die Nummer 28, die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Grisha Prömel. Bojan Palo. Gute Aktion. Dodi Luke Bacchio. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sie bekommen den Einwurf. Klasse Pass! Ja, klasse Pass. Hertha macht Druck. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. John Córdoba. Dodi Luke Bacchio. Toller Pass. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Könnte was werden. Guter Pass. Robert Andrich. Grisha Prömel. Sehr guter Einsatz. Ja, guter Pass. Lukas Klünter, Toussaint. Sie haben den Ball. Matheus Cunha, Dodi Luke Bacchio. Schönes Anspiel.
weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. John Córdoba, Mittelstädt, Duri Luque Bacchio. Córdoba! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. BSC, die Nummer 15, John Córdoba. Grischa Prömel. Robert Andrich. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Robin Knoche. Ball draußen, gibt Abstoß. Schauen wir uns das Führungstor nochmal an. Da platziert er den Ball super. Ein schönes Tor. Toussaint. Die lassen sich Zeit im Aufbau. John Córdoba. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. John Córdoba. Mittelstädt. Duri Luque Bacchio. Córdoba! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Berlin liegt aktuell vorne. Mal sehen, wie es in Spielabschnitt 2 weitergeht. Toussaint. Duri Luque Bacchio. Mateus Cunha. Gutes Anspiel. Gute Chance für eine Flanke. Hertha macht Druck. Toussaint.
John Córdoba. Duri Lukebakio. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und es geht mit Abstoß weiter. Wechsel bei Union Berlin. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Nummer 21, Grisha Prömel. Neu auf dem Feld, die Nummer 34, Christian Gentner. Auswechslung bei Hertha BSC. Vom Feld gegangen, die Nummer 11, Dodi Niklas Stark. Neu dabei, die Nummer 9. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Lukas Toussaint. Gute Aktion. Er passt auf. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. John Córdoba. Die Chance jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sie führen die Ecke kurz aus. Gute Aktion. Da ist die Chance. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Jetzt der Schuss. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten Sie noch ein Tor nachlegen. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Ecke kommt. Der Versuch war harmlos. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Christian Gentner. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ja, geht gut dazwischen. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Toussaint. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf, der Ball. Wir haben den Schlusspfiff. Die Gäste also gewinnen dieses Derby. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden Sie zufrieden. Das war gut, was er heute angeboten hat. Wichtiges Tor heute von ihm, das Entscheidende sogar. Guter Auftritt.
Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. John Córdoba. Mittelstädt. Dulli Luque Bacchio. Córdoba! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. John Córdoba. Die Chance jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt der Schuss. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten Sie noch ein Tor nachlegen.